Heute zeige ich dir ein gigantisch gutes Tool für Vocalaufnahmen. Die Manley Voxbox. Bleib unbedingt dran. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Heute dreht sich alles um die Manley Voxbox, das ist so eine Art Komplettlösung für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen. Die Firma Manley steht für hochwertige Verarbeitung und edle Geräte in der Audioproduktion und deswegen ist dieses Teil mit 4.500 Euro auch nicht gerade ein Schnäppchen oder für einen schmalen Geldbeutel geeignet. Leider gehört uns die Voxbox hier auch nicht, die hat ein Kunde mitgebracht, aber er hat uns erlaubt, ein bisschen damit aufzunehmen. Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht und das Ding macht wirklich einen Riesenspaß. Ich nehme dich jetzt gleich direkt mit ans Gerät. Ich zeige dir die einzelnen Bauteile und wie man es bedienen muss. Und dann holen wir eine Sängerin mit dazu und wir machen ein paar Gesangsaufnahmen, dass du dich in Echtzeit überzeugen kannst, wie cool dieses Ding ist. Die Voxbox verfügt über alle Elemente, die du auch in einem normalen Kanalzug, sage ich mal, vorfindest. Du hast also hier zunächst mal ein Preamp mit Input und Gain. Du kannst hier auch noch einen Low-Cut-Regler machen. Hier ist dein Meter. Du kannst hier verschiedene Einstellungen vornehmen, was du genau anschauen willst. Dann haben wir hier die Kompressor-Unit. Das Besondere hierbei ist, dass sie eine starre Kompressions- oder starre Ratio von 3 zu 1 hat. Die kannst du nicht verstellen. Hier kannst du verschiedene Attack- und Release-Zeiten einstellen, auch festgestellt. Und die Threshold, das ist ein bisschen verwirrend, die drehst du im Uhrzeigersinn nach unten. Ja, das kann am Anfang sehr verwirrend sein, aber man gewöhnt sich eigentlich schnell dran. Das Besondere hier ist, dass der Kompressor nach dem Preamp hier geschalten ist. Und das ermöglicht dir eine fast verzerrungsfreie Kompression. Das ist vom Signalfluss her, vom Routing her, und vom Verbauen her ist das ziemlich einmalig. Also der Kompressor hier folgt im Signalfluss auf den Gain und somit kannst du die Kompression hier über den Input und den Threshold hier relativ genau und verzerrungsfrei regeln. Und dieser Gain-Schalter hier ist mehr so als, musst du dir mehr vorstellen, als Klangfärber, als Verstärker nur. Hier im unteren Bereich bekommst du eher eine klare und transparente Klangfärbung und hier oben wird es mehr kolorierter. Und du kannst die Sängerin oder den Sänger vor allem mit höheren Gain-Werten weiter nach vorne holen. Dann geht's hier weiter mit einem Dreiband-EQ im Pull-Tech-Style. Du hast also Low-Peak, High-Peak und Mid-Dip. Und anders als die Originaleinheit hat er hier viel mehr Frequenzen, die du einstellen kannst. Das wirst du gleich hören beim Soundcheck. Das ist wirklich richtig gut. Also ich liebe diesen EQ und schon nach einem Tag arbeiten mit ihm. Der funktioniert wirklich richtig cool. Dann hast du hier oben noch einen De-Esser mit 4 fest eingestellten Bändern und du kannst ihn zum Limiter umfunktionieren. Hier kannst du die Threshold einstellen, funktioniert genau wie beim Kompressor von links nach rechts. Das war die kurze Einführung, jetzt geht's los, wir machen ein paar Gesangsaufnahmen. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baleful king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain, I didn't even know the name, but if I did, well really, what's it to ya?
Okay, Soundcheck ist gemacht und bevor wir uns jetzt die Beispiele hier anhören, würde mich deine Meinung interessieren. Hat dich der Manley Voxbox bis jetzt überzeugt? Ist der 4.500 Euro wert oder kriegt man das auch irgendwo so mit Plugins hin? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Voxbox 4.500, lohnt sich der Kauf hier für den schmalen Geldbeutel hier zu sparen. Okay, also ich finde es wirklich krass, dieses Teil. Mir gefällt der richtig gut. Insbesondere, wie gesagt, dieser EQ, mit dem du deinem Gesang sehr, sehr viel gute Frequenzen entlocken kannst. Es gibt übrigens nicht nur gute Frequenzen, sondern auch schlechte Frequenzen. Genauer gesagt gibt es 6 Problemfrequenzen, die immer wieder Probleme im Mix machen. Und wenn du wissen möchtest, welche das sind, dann empfehle ich dir mein PDF dazu. 6 Problemfrequenzen, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das als PDF runterladen. 6 Problemfrequenzen, mit denen du deinen Mix versauen kannst. Unten erster Kommentar findest du das PDF. Gut, ich habe jetzt ein bisschen aufgenommen mit der Sängerin. Und was du jetzt hier siehst, ist ein Soundbeispiel zunächst mal mit ihr. Und da haben wir einmal die Spur mit der Voxbox, mit den Effekten der Voxbox. Und hier unten habe ich es ohne Voxbox gemacht. Und einfach, ich habe sie nochmal aufgenommen, ohne die Vocalbox. Nur, beziehungsweise ich habe nur den Gain von der Vocalbox genommen hier. Gut, das probieren wir jetzt mal im Direktvergleich. Sie hat genau das gleiche gesungen. Du gehörst zu der Sorte Mann, bei der ich schlicht nicht anders kann. Bist ein Player, doch ich spür deinen Schmerz. Schlicht wie ich ein geschundenes Herz. Und ich seh's in deinem Blick. Etwas in mir macht dann Klick. Und ich weiß es, jetzt gibt's kein Zurück. Machen wir mal ganz kurz Solo. Du gehörst zu der Sorte Mann, bei der ich schlicht nicht anders kann. Bist ein Player, doch ich spür deinen Schmerz. Schützt wie ich ein geschundenes Herz. Ich seh's in deinem Blick, etwas in mir macht. Also ich finde es echt krass, durch diese Voxbox-Effekte, die wir schon mit aufgenommen haben, hast du diesen Hi-Fi-Diva-Touch irgendwie. Und du willst dann diese andere Spur ohne Voxbox irgendwie gar nicht mehr hören. Also ich krieg kein Geld von Manley und gar nichts. Ich durfte das jetzt nur testen. Also die sollen es falsch verstehen. Aber dieser High-End-Touch, der da auf einmal kommt, finde ich echt Hammer. Habe ich jetzt so bei noch keinem anderen Tool erlebt. Also wirklich krass. Und damit du es nicht nur an der Frauenstimme hörst, habe ich jetzt allerdings ohne Gegenbeispiel, habe ich das auch noch von einer Rockband. Die hat der Thomas hier im Studio aufgenommen, im Studio B hier in Stuttgart. Und das ist eine Rockband und er hat einen Rocksänger hier über die Voxbox mit aufgenommen. Ich habe jetzt aber keinen Vergleich, wie es ohne klingt, aber nur, dass du mal hörst, wie es so auf eine männliche Rockstimme, wie das Teil hier abrockt. Die Band heißt Rough and Rude und da ist der Name, das Programm hier im Moment noch, das ist der Rough Mix jetzt und auch auf dem Gesang ist noch kein Effekt bis auf die Voxbox. Also es ist jetzt noch kein Hall und noch nichts, ist noch nicht richtig abgemischt, nur ein Rough Mix und eben seine Stimme, ja. Also noch kein richtiger Mix jetzt. Hören wir einfach mal rein. Free at last I ride the roads with nothing on my mind. All the shit that caused me pain, I left it all behind. Crack the thunder in. And the journey I will find. With the devil on my heels, I don't have that much time. Ho, 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 I'm rolling, clouds roll in the bopper. Ho, 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 I'm rolling down that road to thunder. Ho, 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 I'm rolling down that road to thunder. Ho, 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 also auch bei einer Rockstimme macht die Voxbox richtig Alarm. Mit diesem coolen Rough-Mix von Rough and Rude beenden wir dieses Video auch. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, wenn du das Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte oder im besten Fall über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!